Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 Enigmatica 2. Freunde, ihr seht, ich habe etwas an. Nein, wir gehen nicht tauchen. Das ist der Hazmat-Suit von IC2. Das heißt, wir kümmern uns heute um strahlende Dinge, um das mal so auszudrücken. Und zwar um die Produktion unserer Fuel Rods. Fuel Rod. Wir brauchen nämlich die Quadruple, also die Quad Fuel Rod, also hier nicht die von MOX, sondern hier die normale Uranium. Und dafür brauchen wir eine Full Fluid Solid Canning Machine nochmal. Oder nur die Canning Machine. Wird, glaube ich, beides reichen, oder? Oh, wir müssen die Metal Former mal aufsetzen. Moment, der ist hier irgendwo drin. Metal Former, da ist er. Den brauchen wir dann auch noch. Den Macerator habe ich schon in der Tasche. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch die Thermal Centrifuge. Ich wollte euch das Ganze zeigen, ne? Weil wir brauchen nämlich Depleted. Achso, das ist die Depleted MOX-Geschichte. Wir brauchen nämlich Enriched Uranium Fuel. Es gibt eine Möglichkeit, das hier mit dem Rezept zu bauen. Mit Nuclear Craft Zeug und Immersive Engineering. Will ich aber nicht. Ich will dann, wenn dann, den ganzen Prozess durchmachen. Also bauen wir uns jetzt eine Zentrifuge. Dafür haben wir fast alles, außer die beiden Dinger. Und die Lasing, den Mining Laser. Hat von euch jemand das Ding schon mal benutzt? Den Mining Laser? Ich noch nicht. Wichtigste Teil in diesem Mining Laser ist hier oben der Energy Crystal. Der besteht aus Energium Dust in einem Kompressor. Der einfach aus Diamond Dust und Redstone Dust. Ich habe davon schon ein paar gebaut. Da, ich habe davon ein paar gebaut. Einfach nur, falls wir es zwischendurch nochmal brauchen. Braucht man das Ding für noch irgendwas? Ach, fürs Pattern Storage brauchen wir die nachher auch noch. Ja, okay, gut. Dann ist es gar nicht so schlimm. So. Hallo? Ach so, das Ding stackt ja nicht, ne? Ah, ha. Nein, hallo. Gib mir den mal bitte so. Dann das Rezept, dann den da oben hin und schon haben wir den Mining Laser. Dann die Thermal Centrifuge. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Uranerz. Und zwar wirklich Erz. Ich hab geguckt, es geht nicht mit anderen Sachen. Deswegen brauchen wir Erz. Wir brauchen die Metal Former. Also vom Macerator in die Thermal Centrifuge. Dann brauchen wir noch einen Crafter. Wenn das klappt, wie ich mir das vorstelle. Crafter Tier 1 sollte genügen. Davon brauchen wir noch ein paar. Ja, ein Tier 1. Hallo? Achso. Ach, man braucht die Analogcrafter auch noch. Okay. Dann brauchen wir noch zwei Lever. Analog Crafter. Zwei Stück. Und zack. Da haben wir den Crafter. So. Huch. Da ist der Kasten online gekommen. Gut. Dann kläre ich das mal kurz mit dem Carsten. Ich muss mit dem Carsten einiges klären. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache nichts. Ich gebe es dem Carsten auf die Nerven. Bis gleich. Und da sind wir wieder. So. seit dem letzten Teil sind dann doch ein paar Stunden vergangen. Die Stunden habe ich genutzt. Ich habe mittlerweile ein Wireless Crafting Terminal mit so viel Booster Cards, dass ich bis in die letzte Ecke meiner Basis kommen sollte. Ich habe es geprobiert, bis in die letzte Ecke hier hinten meiner Viehzucht, sag ich mal. Also bis hier hinten, bis da hinten in der Ecke habe ich das, bis hier habe ich das probiert. Und hier haben wir noch Zugriff. Wir gucken mal hier hinten, ob ich hier unten dann auch noch Zugriff habe.
Und wenn nicht, müssen wir noch eine Booster-Karte reinlegen. Nö, passt, alles gut. Und ich habe gecraftet. Ich habe wirklich gecraftet wie die Hölle. Um das mal so auszudrücken. Alter Verfalter, haben wir gecraftet. Und, ups. Alles, was ich gecraftet habe, liegt in dieser Strongbox. Hier ist übrigens mittlerweile ein Backlog. Das heißt, wir sammeln jetzt mittlerweile IC2 Coolant, weil der nicht mehr produziert. Ich kann aber nicht mal Carstens Basis wieder ausmachen, weil ich habe gerade, bin nochmal gerade rübergeflogen zu Carsten. Und das habe ich gecraftet. Das ist, wenn ich denn richtig liege, ist das alles, was wir brauchen für die Juju Meta Produktion. Ich habe hier schon, habe ich euch das schon gezeigt? Weiß ich gar nicht. Oder wurde ich von Carsten unterbrochen? Habe ich hier schon mal einen Reaktorraum vorbereitet. Hier unten kommen die beiden Reaktoren rein. Hier oben passiert dann der Rest. Dafür nehme ich die... Ach, ich gehe mal außen rum. Also es ist... ich glaube alleine das Craften. Ich habe natürlich mit Carsten zwischendurch ein bisschen dumm geschnackt. Und hier und da, weil... Er war jetzt ein bisschen nicht da und so weiter und so fort. Hab ihm dann auch ein bisschen was hergestellt. Und deswegen craften wir jetzt. Habe ich dann nebenbei gecraftet. Ich glaube, ich habe alleine 10 Stacks mehr Kupferkabel durchgebracht für die Dinger hier. Ich habe, achso, ich sollte mal kurz das Bild aufrufen, wie ich nachher den Reaktor bauen muss. Dann muss ich das später nicht machen. So, aber wir nehmen uns mal die Strongbox. Die wird übrigens nicht, komischerweise nicht gerendert, wenn sie in der Welt liegt, wenn ich sie aufhebe. So, das erste, was wir machen, wir räumen mal hier kurz die Fackeln weg. Wups, und stellen die etwas nach hinten. So. Wir bauen zuerst das auf. Das ist nötig. Die Blaze Rod natürlich nicht. Das ist nötig für die Uranproduktion. Also fangen wir damit an. Und ich habe da einen Plan. Wir haben die Thermal Centrifuge, den Mercerator und da fehlt doch noch was. Wo ist denn der Metal Former? Ich hätte doch einen Metal Former gebaut. Warte mal. Ach, habe ich den da? Den habe ich da hinten hingestellt wegen Kupferkabelproduktion. Deswegen habe ich den hier hinten mal hingestellt. So, dann kommen wir mit. Den Metal Former brauchen wir nämlich für die Fuel Rods. Also wir werden den heute noch nicht in Betrieb nehmen. Ich muss warten, bis Fuel Rods produziert wurden. Deswegen wird es heute noch nicht passieren, dass wir den in Betrieb nehmen. Also, Metal Former, Thermal Centrifuge. Und die Solid... Die Solid... Ach, Mist, die haben wir... die Canning Machine habe ich nicht. Die Canning Machine... Solid Canning Machine. Nehmen wir die. Aber ich hatte doch eine. Nee, die eine habe ich oben. Egal, wir bauen erstmal hier auf. Also erstmal der Mercerator und die Thermal Centrifuge nebeneinander. Der Metal Former kommt ein Block weiter weg. Dann die Ejector Upgrades. Ejector Upgrades. Da sind sie. Also der Mercerator. Wartet mal kurz, wir machen das mal einzeln. Pullt raus zu der Seite. Bekommt jetzt von der anderen Seite eine Kiste gestellt. Dann
brauche ich die. So, zack. Ah doch, der ist auf Extract, der ist auf Insert. Jetzt brauche ich natürlich, ich muss natürlich noch Strom verlegen, bevor das Ganze losgeht. So. Dafür haben wir natürlich unsere Power Cell. Die geht auf Out mit Link 1. Dann haben wir unsere Basic Advanced Universal Cable mittlerweile. Zack. Dann geht hier das Uran rein. Achso, warte, stopp, halt aus, bevor ich hier arbeite. Habe ich auch nicht gewusst. Von Cyclic, wenn man hier oben drauf klickt, kann man hier umswitchen. Und schon habe ich mein Scuba-Suit an, also mein Hazmat-Suit. Fand ich ganz cool. Ist eine super Idee, die was Cyclic da reingebaut hat. So kann man halt zwischen zwei verschiedenen... So, der braucht elendig lange, um hochzuheizen. Deswegen brauchen wir ein bisschen. Den Metal Former. Warte mal, wie war das? Tincan. Nein, ich will nicht die. Das ist eine Tincan, genau. Im Metal Former auf Rolling. Okay. Extruding. Dann brauchen wir ein bisschen Tin. Ach ne, wir haben ja noch Tin. 1, 2, 3. Wie war das jetzt? Ah ne, wir müssen die rollen, ne? Wir bauen davon mal ein paar mehr. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen. Dann 1, 2, 3, 4. Tincan. 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 So. Und dann, wie war das? Die Iron Plates, weil wir brauchen Metal Former, Fuel Rods, auch auf Rolling. Okay. Das können wir auch schon mal reinlegen. Dann werden die Fuel Rods schon mal produziert. Der kriegt einen Ejector Upgrade zu der Seite. Ups, zack. So. Dann kommt hier in die Mitte dann die Solid. Nehmen wir die Solid. Ja, nehmen wir die Solid. Die Solid Canning Machine. Ja. Der kommt hier hin. Der ist fast hochgeheizt. Also der frisst jetzt dauerhaft Energie. Wir können mal kurz gucken, was unsere Energy Cell sagt. Hui. Was unser Ding sagt hier. Wie viel puckt da raus? Ja, geht. 2K. Ich glaube allerdings, das ist nicht korrekt angezeigt. Weil ich habe vorhin aufgeladen, meine Capacitor. Und ich glaube, das ist nicht korrekt. So, jetzt arbeitet der. Genau. So. Der kriegt jetzt den Ejector Upgrade nach oben. Kann ich den overclocken? Jo. Stone Dust. Dann haben wir noch, da ist mein Crafter. Den stellen wir jetzt einmal hin. Der kriegt natürlich auch Energie. Moment. Oh, ich bin eins zu weit. Da sind sie. Zack. Jetzt hat er Energie. Sehr schön. Und hier, wo ist mein Configurator? Wrench Mode. Rotate. Empty. Wrench. Ach verdammt, ich kann ihn bloß. Okay.
machen wir das mal mit Energy. Wartet mal kurz. Heat Energy. So, gelöst. Sehr schön. So, dann kriegt der nämlich, wie gesagt, den Output nach oben. Aber wir brauchen noch einen Filter. Filter, 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 den Advanced Filter. Ach, ich habe das umgestellt. Ich brauche den normalen Filter, bitte. So, und jetzt kommt der Teil, der ohne Anzug extrem gefährlich sein würde. Hier kommt nämlich Insert. Kein Extract. Filter. Nämlich nur das und das rein. Die und die. Und dann hier neues Rezept. So. Und das ist so. Und davon 6. Zack. Dann machen wir den Rest mit Cobblestone zu. Und sagen auf Remember. Seht ihr jetzt? Es heißt da nur, jetzt hat er hier 3 Stacks davon. Und jetzt würde er versuchen, hier Cobblestone reinzulegen. Aber da er kein Cobblestone kriegt, ist es geblockt auf den. So. Und den Result Crafting Operation will go to Output Puffer. All items will be consumed. Apply. Und wir haben Enriched Uranium. Dieses Enriched Uranium wird, nachdem ich hier die Dinger löse, was wir jetzt noch brauchen, sind Trashcan. Eine Drawer. Wir nehmen eine Drawer, weil wir brauchen vielleicht den Basic Drawer, Oak Trim. Ich will einen ganz normalen, nein, kein Trim. Ich will einen ganz normalen Drawer haben, genau. Drawer. Dann haben wir hier noch Void Upgrades. Zack. Kommt hier ein, nehmen wir uns mal ein Stone Dust raus. Wo ist jetzt mein Schlüssel? Da ist er. Den dahin, dann so. Dann kommt hier neben. Da kommt dann das Stone Dust rein mit Void Upgrade, das sind 64 Stacks. Und der Rest wird gevoidet, das ist wurscht. Und der kommt dann so. Und Insert. Und der kann dann Extract. Always Active. Extrahiert er jetzt. Ja, gut, da kommen jetzt erstmal ein paar Speed Upgrades rein. Na, ich denke mal, einer sollte reichen. Extraction Speed. Ja, sollte durchaus reichen. Gut, das muss ja nicht immer laufen. Das wird irgendwann aufhören zu laufen, weil ich habe hier eine begrenzte Anzahl an Uran drin. Und wir haben jetzt hier 11 Enriched Uranium drin. Dann haben wir hier die Fuel Rods. Und machen dann hier Extract und hier Insert. So, das sind jetzt die normalen Fuel Rods, die wieder produziert werden. Der kriegt auch mal, ich sag mal, 4 Upgrades. Das sind die normalen. Wir brauchen aber die Quad, laut dem Plan, den ich habe, brauchen wir die Quadruple. Und deswegen kommt, nee, das lassen wir so. Also das ist jetzt erstmal, das ist erstmal soweit fertig. Der produziert jetzt erstmal einen Stack von den normalen Fuel Rods. Wir brauchen mehr. Warte mal, die Tin Cans können weg, die Pisten können weg, den brauchte ich gerade für was anderes, weil ich habe nämlich das
das Enderei durch den Raum gejagt. So, dann bauen wir jetzt als nächstes die Reaktoren. So. Das ist vorbereitet. Und ich hoffe, es reicht. Ansonsten, also ich werde jetzt gleich einen Cut machen, wenn ich die Reaktoren, ja, produziere, sag ich mal. Also einrichte. Dann werde ich eine kleine Pause machen. Also werde ich hier das von meinem Bildschirm, mein Bild abgucken. Und ihr seht dann nachher das Ergebnis. So und so. Und jetzt können wir hier drinne ein Pattern legen. Das werde ich jetzt soweit fertig machen. Vielleicht warte ich auch, bis wir genug haben, dass wir das heute noch in hiervon genug haben. Dass wir ach, der Masterrater hat keine Updates. Oh, warte mal kurz. Zack. So, sollte jetzt schneller gehen. Der kann auch noch mal ein paar haben. Ich muss halt aufpassen, dass hier das, das Energielevel nicht sinkt. Weil die ziehen irgendwann ganz schön leer. Wir gehen nochmal kurz sicherheitshalber kontrollieren, wie viel Energie die ziehen. Und es sind jetzt 11.000 RF pro Tick, die ziehen. Das ist ordentlich. Ich meine, ich produziere da hinten 20.000 RF. Aber was soll's? Ohne Investition? Gut, also ich mache jetzt mal Ton aus, beziehungsweise mache eine kleine Aufnahmepause, baue die Reaktoren zusammen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich damit fertig bin. Und bis dahin. Bis gleich. Und da ist er wieder. So, ich musste zwischendurch noch ein bisschen was craften. Ich habe hier schon mal was ausgelegt, und zwar die Kabel. Dazu kommen wir gleich, warum das so ausgelegt ist. Ich habe hier die Ultimate Universal Cable. Ich hoffe, das reicht von der Übertragungsrate von der Strom. Ich habe hier mal als Puffer zwischendrin noch einen, einen Ultimate Energy Cube gebaut, reingenommen. Wir hatten die ja noch im Lager liegen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe mit den Kabeln hier, bin ich gerade am Limit, weil ich habe keine Impregnated Sticks mehr. Ich kann keine Kabel mehr herstellen. Dazu muss ich erst mein Seed Oil Gedöns wieder aufbauen. So, also, der Reaktor ist ausgelegt. Jetzt brauche ich nur noch die Fuel Cells. Und die haben wir in der Tasche. Die bauen wir uns gerade mal. Habe ich hier programmiert. Wir brauchen 14 Stück davon. Oh, ich sollte die mal alle reinlegen. So, zack. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir brauchen insgesamt 14 Stück. Sehr schön, 14. Die legen wir jetzt da rein. Jeweils 7 pro Reaktor. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch das Schema hier linken. Ich habe dafür die eine Seite, oder ich habe mir das einfach aus dem Internet rausgesucht. Jetzt gehen wir nach oben. Ach nee, wir müssen erstmal die Energieabzapfung mit aktivieren. Dazu. Oh, das macht er gar nicht. Oh, oh. Der connectet nicht mit dem. Mit dem Reaktor. Jetzt bin ich ja verwirrt. Nee, ich brauche den Wrench Mode, bitte. Wrench war das. Ah, nee, Energy und dann. Oh.
Okay, das ist jetzt unpraktisch. Also ich kann die hier nirgendwo anschließen. Reagiert der echt nur auf? Ich probiere mal was. Wir haben ja noch Energy Cubes. Ja, warte mal, wir brauchen. Ach, nicht hier. Glas Cable. ME Glas Cable. Ne, nicht ME Glas Cable. Von Glas Fiber Cable brauchen wir. Dazu brauchen wir wieder Energium Dust. Jetzt ist die Frage, ob die Glass Fiber Cable damit connecten. Das sieht gut aus. So, ich hoffe mal, das geht. Ich hoffe echt, dass es funktioniert. Der Cube hat jetzt wie viel? 100, nee, warte mal. 1,5 Millionen. Wir gehen jetzt mal hoch. Schalten den Reaktor ein. Ich muss mir hier, warte mal. Habe ich noch Elevator hier drinnen liegen? Elevator, oh, passt sogar. Zwei Stück genau. Nein, nicht hier. Das war falsch. Ich muss eins zurück. Runter. Hier ein Elevator und hier ein Elevator. Sehr gut, passt. So, Reaktor ist an. Oder sollte an sein. Passiert da was? Oh ja, es passiert was. Und das geht relativ gut hoch. Wir gehen mal auf EU. Wartet mal, wir gehen mal auf EU. Ja, das sieht gut aus. Und hier ist 1600. Das ist genau das, was ich mir gedacht, was ich gehofft habe, dass das passiert. Wir haben keine Core Temperature, ist bei 0. Wir haben 1600 pro Ding. Jetzt gehen wir hier nach oben. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Das Zeug habe ich leider aber unten liegen. Das ist mein Inventar so voll. Moment, das Zeug brauchen wir noch. Wuppa. Und zwar die hier. So. Ist da der Matter? Ja, Matter Fabricator ist dabei. So. Alt. Nicht hier rein, sondern hier hoch. Jetzt gehen wir hin. In diese Ecke kommt der Matter Fabricator. Der produziert jetzt schon, ist ja klar. Aber wir stellen hier in die Ecke und hier in die Ecke kommt jeweils eine Cobblestone Generator. Dann kommt ein Recycler hier, ein Recycler hier, ein Recycler hier und ein Recycler hier. So, die recyceln jetzt Cobblestone. Die werden jetzt auch relativ viele Upgrades kriegen. Ich sag mal erstmal 8. Das erfordert nachher natürlich ein bisschen Feintuning, ne? Weil es geht ja auch darum, dass wir unten genug Strom produzieren. Und das sieht gut aus. Gut, dann in die Mitte kommt ein Batchcrafter. Der bekommt eigentlich ein Pulling-Upgrade. Ich weiß nicht, ob ich das habe ich leider nicht gebaut. Ach, ich muss hier unten suchen. Oh. Ein Pulling-Upgrade. Der zieht dann praktisch aus den umliegenden Dingern. So sollte eigentlich. Dann müssen wir nämlich das Rezept einbauen und schon produziert er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Scrap Metal. Jetzt kommen unsere Ender-Conduits zum Tragen. Ihr seht, wir haben hier drinnen relativ wenig Platz. Das liegt einfach nur daran, dass wir hier schon relativ nah an der Oberfläche sind. Und
der Extract Always Active. Der Amplifier bleibt bei 100, das ist gut. Jetzt gehen wir mal kurz runter, gucken, was die Energie macht. Ups, hier rein. Mit dem, was der Energy Cube sagt. Er produziert nicht genug Energie. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal hoch. Und nehmen einfach hier jeweils eins raus. Oder sagen wir mal zwei. Ich weiß halt nicht, ob das besser wäre. Der produziert eh, ne? Das ist wurscht. Ja, okay. Wir gucken mal, ob wir unten wieder ein Net gehen haben jetzt. Nee. Wir kriegen nicht genug Saft. Wir probieren es einfach mal mit den Glaskäbeln direkt aus dem Oh. Oh. Ja. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe die... Oh, verdammt. Okay. Das ist nicht das Problem. Wir bauen uns die einfach neu. Wir brauchen Recycler. Dafür brauchen wir Kompressor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die sind Power Level 1. Die brauchen 3. Oh, wie hießen die? Oh, Mist. Ich komm jetzt nicht auf den Namen, wie die Updates heißen. IC2. Das sind Rotorblätter, die suche ich nicht. Da sind die Jetpacks, die will ich auch nicht. Das sind die verschiedenen Fluids. Hießen die Generator Upgrades oder sowas? Oh, wie hießen die? Ich komme jetzt nicht drauf. UV-Scanner, Frequency Transmitter, Heat Exchanger, nein. Oh, wie hießen die Dinger? Verdammte Hacke. Nein. Ich sehe es einfach nicht. Da Boote, Kaffee. Da sind die Fuels. Heat Conductor, Copper Boiler. Hier unten sind sie. Transformer Upgrade, da sind sie. Die brauchen wir. Dazu brauchen wir... Oh Gott, da brauchen wir ganz schön viel von. Also wir brauchen alleine 12. Und dafür brauchen wir noch MV-Transformer. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das, ich fix das. Die Folge wird mir gerade ein bisschen zu lang. Ich fix das, ich crafte das alles zusammen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die nehme ich schon mal weg hier, sicherheitshalber. Nicht, dass ich nachher wieder raufgehe. Ihr produziert, Output ist bei 0. Sehr gut, der kann auch weg.
Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn dann hoffentlich das Juju. Ach nee, was wir noch machen müssen ist. Das mache ich jetzt noch mit euch. Wir müssen das Juju-Meter natürlich irgendwo speichern. Die 29 Buckets, die hier schon drin liegen. Dafür nehmen wir. Juju-Meter ist übrigens das zweitheißeste Material im Spiel. Also zweitheißeste Flüssigkeit im Spiel. Nur um das mal euch gesagt zu haben. Ups, einmal zurück ein bisschen und Insert. Und ist der Extract always active. Und schon kommt hier das Juju Matter rein, wenn wir dann irgendwann mal Juju Matter vernünftig produzieren, wenn ich nicht rumfehle. Gut, ich muss das wieder neu craften und auch die, ja, die Updates. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann darum geht, wie wir das Juju Matter weiterverarbeiten. Ne? Und bis dahin, bye bye und tschüss.